Frau Professor Süssmuth, wir hatten gerade einen viel beachteten Frauengipfel in Berlin, den W20 oder W20-Gipfel. Da war unter anderem Ivanka Trump zu Gast, die Tochter des amerikanischen Präsidenten. Und Angela Merkel war auch zu Gast. Und es wurde gefragt, wer sich auf dem Podium als Feministin bezeichnen würde. Ivanka Trump hat sofort die Hand gehoben und Angela Merkel hat es nicht getan. Würden Sie Angela Merkel als Feministin bezeichnen? Wenn sie sich selbst nicht als solche bezeichnet, würde ich zwar sagen, sie hat das Frauenthema vorangebracht, aber sie war keine Feministin. Ja. Und wir hatten auch Schwierigkeiten zunächst, ob das 218 war, die Fragestellung, ob es Vergewaltigung in der Ehe war. Die verstand auch unsere Lebensweise nicht. Wir vergessen heute, dass Ostdeutschland die Vorstellung hat, wir brauchten das alles nicht. Mhm. Wir waren, wie wir sagen, emanzipiert. Aber ich finde es doch wichtig, dass sie zögert, ehrlich ist und nicht was behauptet, wovon sie selbst nicht überzeugt ist. Ja. Also es gab so ein Raunen im Publikum, weil natürlich viele dachten, mein Gott, sie ist Bundeskanzlerin, warum bezeichnet sie sich nicht als Kämpferin für die Rechte der Frau? Sie wurde dann so ein bisschen überredet von allen auf dem Podium, dass man das doch so sehen könne. Und dann sagte sie irgendwann, na ja, vielleicht bin ich ja doch für eine Ministerin. Aber eigentlich ist ja eher Alice Schwarzer, eigentlich sind das eher die Vorkämpferinnen wirklich für Frauenrechte. Ich profitiere davon. Und in der SZ hat gestanden, Frau Süssmuth, Rita Süssmuth hat der CDU den Feminismus beigebracht. Wahrscheinlich hätte es ohne sie nie eine Kanzlerin Angela Merkel gegeben. Würden Sie dem zustimmen? Das sind zwei Thesen. Die erste These, ich Feminismus beibringen, heißt für mich auch irgendwann konsequent für die Sache der Frauen eintreten. Das haben Sie gemacht, immer. Ja, aber unabhängig davon, das muss man beibehalten. Denn wir sind ja nicht so stark, dass wir jetzt heute sagen könnten, alles erledigt. Mhm. Wir haben auch in unserer Fraktion CSU 20% Frauen. Also stellen Sie mal vor, seit 1919, fast 100 Jahre gebraucht, erste Kanzlerin. In Teilen der Fraktion auch heute noch kein Drittel. Ich komme zu dem Ergebnis, man muss aufhören mit lauter Stückwerk. Hier noch ein Trippelschritt und da noch einen, den haben wir jetzt lang genug erlebt. Sondern eigentlich das Selbstverständliche tun, dass Frauen und Männer das gemeinsam machen. So war mal das Grundgesetz auch nicht gemeint. Darum ist sehr gerungen worden, was das denn eigentlich bedeutete. Gleichwertig ja, gleichberechtigt nein. Also da sind wir zwar ein Stück weitergekommen, aber auch immer wieder, wenn ich zum Beispiel heute die AfD höre, die Frauen sollen dafür sorgen, dass mehr Kinder geboren werden, sollen sich um die häuslichen Belange kümmern. Da denke ich, warum seid ihr eigentlich hier in der Partei nicht zu Hause? Wenn ihr das propagiert, dann geht mal nach Hause. Sie haben gerade gesagt, die Zahlen sprechen noch nicht für sich. Aber Sie haben ja wahnsinnig viel erreicht. Sie haben zum Beispiel erreicht, dass Vergewaltigung in der Ehe strafbar ist. Das war in Ihrer quasi Schaffenszeit. 25 Jahre haben wir dafür gebraucht. Ja. Und jetzt erklären Sie meiner Frau meiner Generation, ich war 9, als Sie Ministerin waren und ich war 12, als Sie Bundestagspräsidentin wurden. Erklären Sie mal, was die Argumente eines Mannes Ihrer Partei damals waren, dass man das aber nicht unter Strafe stellen sollte. Denn für mich ist das natürlich selbstverständlich. Also erstens war die Familie so heilig, dass man behauptete, da gibt es das nicht. Zweitens behauptete man, im Schlafzimmer haben die Staatsanwälte nichts verloren. Das waren ja eigentlich alles plumpe Argumente. Denn außerhalb der Ehe war es strafbar, in der Ehe nicht. Also was ist das für ein Umgang mit Menschenwürde und Menschenrechten? Trotzdem möchte ich Ihnen sagen, allein dieses Gesetz, der nichts bewirkt. Also wir haben schon als Frauen eine mächtige Entwicklung durchgemacht. Im Lutherjahr sage ich, also, dass wir lesen und schreiben gelernt haben, war das Allerwichtigste. Und die Bibelübersetzung hat uns geholfen, dass mehr Menschen in unserem Land lesen und schreiben lernten. Ich vergesse nie, wie die Juristen begannen. Das wird jetzt ganz gefährlich mit den Frauen. Immer mehr Frauen machen gute Staatsexamina in Juristerei.
Das hatte man uns gar nicht zugetraut. Und der große Hegel sagte immer, wenn die Frauen in der Politik beteiligt werden, diese emotionalisierten Wesen haben viel zu viel Gefühle. Ja, genau, daran erinnere ich mich auch. Dann kommt alles in Unordnung. Aber Frau Süßmuth, was wäre denn passiert, wenn Sie, als Sie in die Politik eintraten, im Kabinett vor Helmut Kohl gesagt hätten, natürlich bin ich eine Feministin? Ja, das stand ja schon in der ersten Woche in der Zeit. Das hat ja die. Die Brücke war jetzt ein bisschen plump, ich gebe es zu. Ja? Sie weisen auf ein Problem hin. Ich glaube, also nicht bei Hannah Geister, aber Helmut Kohl hatte die Vorstellung, die CDU muss mehr für Frauen tun. Ich war katholisch, war im Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Also alles schien zu stimmen. Und dann kam sie, aber wirklich. Ja, er hat unterschätzt, meinte Frauen, die so sozialisiert, so herangewachsen sind, Schlimmes können die ja nicht mehr machen. Und ich muss Ihnen sagen, in vieler Hinsicht war er gar nicht anderer Meinung. Aber er meinte, die Partei ist überfordert mit dem, was sie da wollen. Mhm. Nicht zu Unrecht, aber sie müssen manchmal die Menschen ein Stück schieben und nach vorne bringen. Sonst warten sie noch 200 Jahre, bis eine Entwicklung sich verändert. Und wenn ich heute sehe, welche Fähigkeiten, welche Leistungen Frauen erbringen in den verschiedensten Lebensbereichen, da muss ich sagen, ich bin stolz. Mhm. Stolz auf das, was die Frau genau das, was in Frau Merkel vorgegangen ist, weil ich kenne das von Frauen in Führungspositionen, wenn die dann darauf angesprochen werden, sie mögen doch jetzt bitte mal das Frauenthema explizit sich vorknöpfen, dass sie sagen, nee, da komme ich ja gerade her und jetzt bin ich hier und jetzt will ich sozusagen nicht wieder zurückgezogen werden in das Thema, wo ich jetzt ja nun mal gerade die Anerkennung geschafft habe. Das ist zweischneidig. Das weiß ich. Weil ich einerseits, ich habe ein Problem damit, dass viele Frauen dann in ihrer beruflichen Arbeit, sei es als Unternehmerin oder in der Politik, nicht so ähnlich denken und handeln wie die Männer. Wo das gut ist, okay. Aber wenn wir eigentlich nur das Alte nur fortsetzen, jetzt mit Männern und Frauen, dann kriegen wir nie Frieden. Das heißt, Sie denken, es gibt in der Art und Weise zu führen zum Beispiel einen grundlegenden Unterschied zwischen Männern und Frauen? Würden Sie das behaupten? Wenn Sie jetzt sagen grundlegend, wir pauschalisieren ja mal schnell. Wir sind alle ja in der Talkshow. Ja, klar. Aber mir ist schon wichtig, das erlebe ich auch bei Unternehmerinnen, die waren ja auch in der letzten Woche dabei, dass sie einen anderen Führungsstil haben. Also wir leben jetzt im Umbruch der Führungsstile. Mhm. In Gesellschaft, in Unternehmen. Das heißt aber nicht, dass es alle Frauen tun. Also ich denke gerade an Marine Le Pen. Ob das ein anderer Führungsstil ist und einen anderen Politikstil, den sie vorführt. Den könnte auch ein Mann betreiben. Das Einzige, als Frau macht sie das sehr temperamentvoll. Da muss sie auch jetzt aufpassen, muss der Gegenkandidat aufpassen, dass er nicht an Energie weniger zeigt. Generell ist der Führungsstil häufiger, sage ich jetzt mal, bei Frauen darauf ausgerichtet, wie nehme ich die Menschen mit, die ich führe. Mhm. Habe ich ein Ohr für das, was sie bedrängt, bekümmert, was sie mitteilen wollen. Und uns fehlt heute. Bei uns geht es immer um Sachen, wie Sie eben schon gesagt haben, Herr Lasch. Statt mal zu fragen, was stimmt denn da nicht? Ich habe gemerkt, als wir Gesundheitspolitik in die Arbeitswelt einführten, sagten uns die Unternehmen, ist nicht unsere Zuständigkeit, übrigens viel zu teuer. Bis dann einige lernten, welche wichtige Rolle Gesundheit und Gesundheitsbeachtung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer spielt. Und dieses Führen bedeutet ja nicht einfach autoritär irgendwohin drängen, sondern mit den Beteiligten Lösungen zu finden. Aber wenn Sie sagen, temperamentvoll, also ich meine, jetzt will ich nicht alle Männer in Schutz nehmen, aber damals war es natürlich auch so, dass nicht unbedingt alle Frauen an einem Strang gezogen haben.
und da auch nicht unbedingt dann mitgegangen sind und gesagt haben, wir stehen für die Rechte der Frauen ein. Und wenn ich heute zum Beispiel auf Veranstaltungen bin und ein Podium moderiere, ich ärgere mich dann immer, dass sehr viele Männer auf dem Podium sind. Ich sage immer, wir haben ja die qualifizierten Frauen in Deutschland, wo sind die? Und dann sagen ganz oft die Leute, die also einladen, wir haben es versucht und wir haben die Frauen gefragt. Und die sagen dann immer selber, ach nee, ich will lieber nicht, da gibt es doch bestimmt noch jemanden anderen, der das noch besser kann als ich. Und dann denke ich immer, Mann, warum? Nicht Mann, sondern Frau. Warum? Warum? Ja. Ja. In Bayern wieder 6 Männer, die redeten und keine Frau. Wir haben in der Medizin inzwischen 75% der Medizinstudierenden sind weiblich. Ja. Die Uni Köln hat fast 80%, das machen nur noch Frauen. Die einzigen sind die Mädchen, die 1er Abis haben, die schaffen den NC. Und dann passiert Folgendes, ja, und es werden auch total gern Frauen als Ärztin genommen, weil wegen dem Sozialen, und das klappt dann auf Stationen dann besser. Dann passiert aber Folgendes, fast alle wollen irgendwann dann doch Kinder. Und dann muss sozusagen auf eine Vollzeitstelle, die vorher besetzt wurde, müssen 2 oder 3 Halbzeitstellen besetzt werden. Das heißt, die verschwinden aus der perfekten Ausbildung, die ewig lange gedauert hat, dann doch letztlich in die Familien. Und dadurch kommt es zu, also es ist nicht so, dass alle Bereiche sozusagen, also gerade Medizin, feminisiert total. Da sind die Frauen mega stark, also zum Beispiel. Das ist allerdings auch jetzt der Zeitpunkt, nachdem der Arztberuf nicht mehr so lukrativ war, wie er war. Das muss man dann auch sagen. Das stimmt allerdings auch, ja. Aber nochmal zur Kernfrage zurück. Die Tatsache, wenn die mich fragen, was unterscheidet zunächst mal Frauen und Männer, da muss ich Ihnen sagen, es gibt weit mehr Männer, die sichtbar sind im politischen Leben, ich bleibe mal bei dieser Ebene, als Frauen. Und schon allein der Tatbestand, das haben wir jetzt jahrelang erfahren, es müssen wenigstens die unterste Anteil sind 25%. Das heißt, dieses ist nach wie vor in der Zivilisationsgeschichte ein kritischer Punkt. Dann die andere Frage. Eine Sache dazu, Frau Süßmuth. Ja. Es gibt da so einen Satz, und der heißt, die Henne weiß auch, dass morgen ist, aber sie kräht deshalb jeden Tag. Ja. Das ist die Frage, wäre das ein Appell an die Frauen, dass sie sagen, macht euch mehr sichtbar, wenn ihr da seid? Macht das Pfauenrad, macht das, was die Jungs machen, kräht? Stellt euch auf den Haufen und sagt, hier bin ich. Die Hände, die Sonne aufgehen sieht, der Hand, der kräht. Da muss man sagen, beides brauchen wir. Aber wenn wir nicht sichtbar werden, wenn wir nicht unseren Mund aufmachen, wenn wir nicht zeigen, was wir verändern wollen, wir haben in der Welt Regionen, ich nenne mal eine Ruanda, wir haben den höchsten Frauenanteil im Parlament in einem Land, das von der Völkervernichtung auferstanden ist. Über das wir auch immer nur berichten, wenn Bürgerkriege Und ne, da finde ich ganz wichtig, es muss ja nicht das Krähen des Hahnes sein, aber ich muss in der Öffentlichkeit einen Stellenwert haben. Ich muss wissen, wofür wir einstehen und wofür wir kämpfen. Da wünsche ich mir im Augenblick, in dieser wirklich unwuchtigen Welt, wo nichts mehr stimmt im Augenblick, dass die Frauen sich wieder stärker engagieren. Ich habe zum Beispiel Spaß an dem, ich gucke ja immer, wenn man in diesem Frust sitzt, wo passiert was? Und dann sage ich Ihnen mal, in 80 deutschen Städten gehen jedes Wochenende jüngere Menschen, auch etwas ältere, auf in die Öffentlichkeit, um für Europa zu argumentieren. Da sieht man, niemand hat sie gerufen, niemand hat ihnen beigebracht, wie man das macht. Aber sie machen es. Da würde mich sehr interessieren, Nathalie Volk, wenn Sie Frau Süßmuth zuhören, haben Sie denn als 20-Jährige überhaupt noch das Gefühl, wir Frauen müssen hier in Deutschland für was kämpfen? Ja, auf jeden Fall, das mache ich jeden Tag. In welchen Bereichen? Bei mir zum Beispiel in der Öffentlichkeit. Also die Boulevardpresse versucht mich manchmal ins falsche Licht zu stecken. Und da versuche ich trotzdem stark zu bleiben und auch dagegen zu kämpfen und nicht aufzugeben. In ein schlechtes Licht, weil Sie eine Frau sind? Das weiß ich nicht genau. Es kann sein, dass ich vielleicht mit einem reiferen Mann zusammen bin. Es kann sein, dass ich vielleicht des Öfteren in Fernsehauftritten zu sehen bin. Und ich weiß es nicht genau. Also ich denke nicht, dass es damit zu tun hat, dass ich eine Frau bin.
Also andersherum wäre die Konstellation aber, glaube ich, nicht so ein Thema, ne? Och, wenn du nach Frankreich guckst, Macron, ist es ein Thema. Mit seiner Brigitte. Und zwar auf eine Art und Weise, wie man es eigentlich gar nicht glauben kann. Aber dabei darf man nicht vergessen, also ich meine, es ist lange her, aber sie war seine Lehrerin und er war 15. Also mittlerweile ja, hat sich das natürlich... Ja, aber zusammengekommen sind sie später. Ja, aber das Problem das wissen wir nicht so genau. Es ist eine Jugendliebe, die nicht verglüht. Ich will nur sagen, das ist doch schön. Also ich kenne einige Jugendlieben, die zusammengefunden haben. Ich will das auch gar nicht diskreditieren. Ja, ja. Ich will nur sagen, dass es, also ich glaube mittlerweile auf beiden Seiten, wenn da ein Altersunterschied ist, dass das eben immer noch thematisiert wird. Also egal, wer da eigentlich der Ältere ist. Darf ich jetzt trotzdem noch mal sagen, die Frage, wir haben eben formuliert, und dann wollen die Frauen Kinder haben. Ich finde es gut, dass sie das wollen. Und wir haben bisher eine Politik betrieben, auch Gesellschaftsorganisation so betrieben, dass wir das zulasten der Frauen gemacht haben. Und zwar ganz massiv. Das erleben wir heute noch. Sie haben den höchsten Anteil an Teilzeit, den höchsten Anteil an geringfügiger Beschäftigung mit Einkommen ohne Sozialversicherung. Sie haben die kleinen Altersrenten, obwohl sie für das gearbeitet haben, was eine Gesellschaft braucht. Nämlich auch Kinder, wir haben Pflegebedürftige, wir haben Ältere. Wer sorgt eigentlich für die Beziehung in sie, der Gesellschaft? Sie haben selber, ja, auch, Sie sind Mutter und ja. Sie hatten immer einen starken Mann, wenn ich das so sagen darf, an Ihrer Seite. Kann man das auch so sagen, der Ihnen da auch so ein bisschen den Rücken freigehalten hat? Hat er Ihnen auch die politische Karriere dann auch ein bisschen ermöglicht? Hat er selbst zurückgesteckt, was viele Frauen ja auch machen? Das würde ich mit einem ganz klaren Ja beantworten. Ja? Das hätte ich allein, obwohl wir nur ein Kind hatten. Mhm. Unsere Tochter hat 5 Kinder. Auch da geht es nur neben anderen Hilfen, dass die Partner die Möglichkeit auch haben, nicht nur, dass sie innerlich so eingestellt sind, sondern dass sie nicht als Softie und Schlapp Schmanz gesehen werden, wenn sie Elternrollen wahrnehmen. Heino Ferch hat... Mir reißt gerade schon fast an dieser Stelle. Sie haben so ein schönes Zitat gesagt, Herr Ferch, das haben wir auch auf unserer Facebook-Seite veröffentlicht. Jeder Mann, der etwas auf sich hält, braucht eine starke Frau. Ja. Hat Ihre Frau Ihnen auch die Karriere so ein bisschen mit ermöglicht? Naja, wir sind 15 Jahre miteinander und das gehört sicher dazu, dass ich beruhigt hier sitzen kann und heute Nacht nach Berlin, weil ich morgen ganz früh zum Drehen muss und vorhin von daheim gekommen bin und diese ganze Action, die ich auch mache, die kann ich auch nur machen, weil sie eine Menge rockt und umgekehrt auch versuche ich so viel es geht zu Hause zu sein und so wenig oder so spät weg, so früh wieder hin. Aber das ist ein ganz klares Ja, natürlich, klar. Das ist, wenn man viel will und wenn man viele Möglichkeiten hat, Sachen zu machen und wenn man Spaß dran hat und positiven Stress daraus hat und nicht Sachen, Energien, die einen runterziehen oder eine Belastung wird, dann ist es auch einfacher zum Thema Möglichkeiten, da gemeinsam an einem Strang zu ziehen und das Ganze fröhlich zu betreiben. Mhm. Ja. Sie haben gerade gesagt, Sie haben 5 Enkelkinder? Ja, fünf Enkelkinder. Glückwunsch. Eine Großartig. Ja, und eben diesen Mann, mit dem Sie seit vielen, vielen Jahren glücklich sind. Jetzt hatten Sie gerade Ihren 80. Geburtstag. Ich glaube, ich darf das sagen, weil es auch veröffentlicht war. Warum ist Ihr Terminkalender immer noch so voll? Also ich habe eine DIN A4-Seite bekommen von Ämtern, die Sie immer noch bekleiden, wo Sie sich engagieren. Wann gibt es Ruhestand? Gibt es denn überhaupt in Ihrem Leben? Irgendwann? Das weiß ich nicht. Aber ich möchte Ihnen sagen, ja, solange ich kann, möchte ich an den Themen weiterarbeiten. Ich bin aus der Wissenschaft in die Politik gegangen, weil ich Veränderung wollte. Wir hatten so viele Studien und ich dachte immer, es geht überhaupt nicht voran. Dann habe ich mir eingebildet, wenn wir doch so viel Wissen haben und da zustimmen, dann kann man es doch auch umsetzen. Also Mehrheiten in der Demokratie zu erreichen, das ist nochmal ein anderes Geschäft. In Ihrem Büro soll ein Zitat hängen. Ich weiß nicht, ob es immer noch da hängt. Der Artikel, ja, das hängt, dann hängt da immer noch. Sie wissen, was ich meine. Bestimmtes benennen. Ein Zitat von Astrid Lindgren. Würden Sie es uns sagen, was da in Ihrem Büro hängt? Welcher Satz? Ja, ja, das ist das Zitat von Astrid Lindgren, dass alte Weiber auch auf Bäume steigen können. Weil es ihnen nicht verboten ist. Es gibt kein Verbot für alte Weiber auf Bäume zu klettern. In diesem Sinne, das ist nur... Sie sind eine Kämpferin und ich hoffe, dass Sie es bleiben. Vielen Dank für den Besuch bei uns. Professor Rita Siegmund. Vielen Dank.
unbedingt. Ich würde morgen wieder dahin gehen, wenn ich jünger wäre und so weiter. Was heißt dahin gehen? In die Politik? In die ja, es ist die Politik, ja nicht nur die Regierungspolitik, was in unseren Kommunen geschieht, wenn Sie sich überlegen, was Männer und Frauen, hier nenne ich auch nochmal, all die Ehrenamtlichen 15, 16 geleistet haben. Wo wären wir denn geblieben ohne die Menschen, die es geschafft haben und die es gemacht haben und die den anderen das Gefühl gegeben haben, ihr seid nicht allein. Mhm. Also ich finde, es ist so viel Positives im Augenblick wieder unterwegs. Lasst euch ein. Ich bin oft gescheitert, aber durch Scheitern lernt man eine Menge. Der Widerstand wächst auch. Und dann gibt es bei mir immer einen Satz, der mir gesagt wurde, kommt nie in Frage. War ich erst am Boden zerstört. Christo sollte auch nie sein. Dann sagte ich, das wollen wir doch mal sehen. Und da muss ich Ihnen sagen, das geht nur, indem Sie auch Menschen haben, die mitmachen. Keiner kann es allein. Und es lohnt sich. In uns Menschen stecken zwar furchtbar grausame Verhaltensweisen, aber auch tolle Verhaltensweisen. Und die muss man finden. Dankeschön. Was ich mir so überlegt hatte, was viel besser ist, was den Astrid Lindgren.